Und es ist mal wieder leichter Lebenszeit. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Und heute, da wollen wir Ihnen demonstrieren, dass Sie schweben können, wie ein Engel leicht füßig durch die Weltgeschichte laufen können. Wie das funktioniert, das weiß Monika Berl. Sie ist nämlich die Erfinderin von Angel's Feet. Und ja, das sind ganz besondere Einlagen, über die wir uns unterhalten werden. Aber das ist nicht das Besondere, sondern das Besondere ist eigentlich der Weg, den Monika gegangen ist, um ja, den Himmel auf Erden zu bringen. Und das war kein leichter Weg, sondern da sind einige Sachen im Leben passiert, die sie uns heute erzählen wird. Und ja, und Ihnen aber auch Kraft geben möchte durch Ihre Geschichte, dass man im Leben ja, immer den Glauben beibehalten sollte. Und Glauben spielt immer eine große Rolle, egal ob es das Leben ist oder ob es Dinge sind, an die man glaubt. Und wenn man an Dinge glaubt, dann bringt man auch gute Dinge auf den Markt. Und das tut Felix Leonhardt. Wenn ich von guten Dingen rede, dann sind es nicht nur tolle, schmackhafte Produkte, sondern dann sind es wirklich Dinge, die Gutes tun. Du bist Gründer von Lyca. Genau. Was ist das? Erzähl mal so ein bisschen. Wer bist du? Was hast du hier mitgebracht? Es geht um Ernährung, das kriegt man schon mit, aber es ist doch eine ja, besondere Art der Ernährung. Auf jeden Fall. Also Lyca ist eine Marke, die wir gemeinsam erschaffen haben für richtig gute Lebensmittel. Mit der Idee, dass wir mit guten Lebensmitteln wirklich einen Unterschied machen wollen. Dass jeder von uns im Alltag mit einem Kauf von einem Eis oder einem Riegel oder einfach Produkten, die man sowieso essen möchte, weil man sich gut ernähren möchte, sich selber was Gutes tun kann und gleichzeitig aber auch Menschen in Entwicklungsländern helfen kann. Und wir machen das so, dass wir für jedes Produkt, was wir hier in Deutschland verkaufen, zusammen mit der Deutschen Welthungerhilfe eine Schulmahlzeit für ein Kind in einem Entwicklungsland ermöglichen, aktuell in Burundi. Du redest immer von wir, das bedeutet, ihr wart eigentlich, und das ist dieses Schöne an diesen neuen Start-up-Unternehmen, die entstehen einfach mal so, zwischen Tür und Angel, die entstehen einfach mal in einer Studenten-WG durch vielleicht wirklich Gespräche, durch Rumphilosophieren kann man fast schon sagen. Du hast in der WG gelebt und warst schon immer derjenige, der auf Ernährung großen Wert gelegt hat. Ja. Und dann ist da irgendwas passiert mit dir und deinem Mitbewohner, ja? Ja, also es waren zwei, drei Dinge, die da zusammengekommen sind. Also ich versuche mich, seitdem ich 14 bin, eigentlich möglichst gesund zu ernähren. Ein bisschen was damit zu tun, dass ich einen Sport professionell machen wollte. Ich wollte professionell Kitesurfen und habe mich immer mehr mit Ernährung beschäftigt, weil die einfach ein wichtiger Teil davon ist, wenn man irgendwie Leistungssport betreiben möchte. Und gleichzeitig habe ich mit 18 angefangen, in einem größeren Unternehmen dual zu studieren. Und irgendwie war ich in dem Job im dualen Studium unzufrieden und war ich gleichzeitig nicht zufrieden damit mit den Produkten, die ich im Supermarkt kaufen konnte. Also irgendwie hat damit angefangen, dass es wirklich einfach kein Eis mehr gab, was irgendwie meine Ernährungspläne gepasst hat. Und haben dann quasi unseren ersten Frozen Joghurt, als kam quasi die Idee, können wir das nicht besser? Warum muss eigentlich im Eis immer so viel Sahne sein? Warum müssen da irgendwelche chemischen Emulgatoren drin sein? Warum ist da so viel Luft drin, wenn man es irgendwie im Supermarkt kauft? Und wir haben gesagt, das muss eigentlich besser gehen. Und das ist zusammengekommen mit einer Frustration eigentlich, dass wir gesehen haben, wie wenig Menschen in Entwicklungsländern eigentlich haben. Also wir sehen das für selbstverständlich, dass wir jeden Tag uns irgendwie, dass wir was zu essen haben, dass wir genug zu essen haben. Aber wie seid ihr darauf aufmerksam geworden? Also es muss ja irgendeinen Grund gegeben haben, warum man plötzlich über den Tellerrand hinweg blickt und ja, aus Deutschland rausguckt. Ja. Es waren bei mir tatsächlich persönliche Reisen. Also ich bin durchs Kitesurfen. Die besten Kitesurfspots sind halt nicht hier in Deutschland. Die sind meistens hier in Deutschland. Dänemark ist meistens sehr kalt. Und gerade im Winter ist man dann zum Kitesurfen in Entwicklungsländern, aber auch Schwellenländern. Ich persönlich war relativ viel in Brasilien, und aber dann nicht irgendwie in den großen Städten, sondern in den kleinen Dörfern am Strand und habe da viel gesehen, wie wenig Menschen eigentlich brauchen in dem Moment, um glücklich zu sein, wie viel glücklicher die Menschen mit viel, viel weniger sind, als wir es hier haben, und gleichzeitig aber auch wie wenig dort einfach teilweise vorhanden ist in den entsprechenden Entwicklungsländern. Und
ja, das war so ein bisschen das schlechte Gewissen, was ich nicht mehr akzeptieren wollte. Also es war so, ich fühle mich jetzt schlecht, weil ich gut essen möchte und genießen will, aber gleichzeitig, ja, jetzt auf einmal nicht mehr gut zu essen, hilft den Menschen ja nicht. Naja, aber das ist schon ein Phänomen, finde ich, dass junge Leute auch sehr aufmerksam sind. Denn ich denke, viele sind zum Kitesurfen vielleicht da gewesen, aber nicht viele haben sich dann Gedanken gemacht. Die kommen zurück nach Deutschland, genießen hier dann vielleicht die Vorzüge, die man hat. Mhm. Dich hat aber dieser Gedanke nie losgelassen, zu sagen, ich möchte schon ein bisschen die Welt verbessern? Auf jeden Fall, ja. Also es ist tatsächlich der Gedanke, wozu nutze ich meine Zeit? Wozu bin ich hier und was bewege ich mit der Zeit? Also es ist noch eine persönliche Hintergrundgeschichte, dass ich dann mit dem Kitesurfen einen Unfall hatte und mir den Halswirbel gebrochen habe, was eigentlich mir nicht erlauben sollte, hier zu sitzen, sehr, sehr viel Glück gehabt habe. Und dass mich damals, also ist mir mit 17 passiert. Und dadurch einfach schon sehr, sehr früh für mich reflektiert habe, wozu nutze ich eigentlich mein Leben, was möchte ich eigentlich bewegen. Und, da eine positive Veränderung zu bringen, zu sagen, wir können was verändern. Und zwar nicht dadurch, dass wir irgendwie verzichten müssen, sondern dadurch, dass wir genießen und gleichzeitig Gutes tun. Aber du brauchst natürlich auch Menschen um dich herum, die auf diesen Zug mit aufgesprungen sind, aber natürlich auch einen Kundenstamm, der mit bewussten ja. Sinnen zum Beispiel einkaufen geht oder sich auch wirklich bewusst ernährt. War dir klar, dass das Anklang findet? Also nee, natürlich nicht. Also das ist, wir hatten da natürlich die Vermutung, also weil wir einfach selber aus uns heraus das gesehen haben und gesagt haben, wir selber brauchen diese Produkte. Also zum Beispiel auch bei unseren Riegeln, die wir jetzt machen, war es wieder sowas. Ich bin viel unterwegs gewesen, um unsere Marke bekannt zu machen, viel mit Supermärkten verhandelt. Und jedes Mal, wenn ich im Auto saß, habe ich Studentenfutter gegessen, weil ich mich irgendwie gesund ernähren wollte und zwischendurch keine Zeit hatte für was anderes. Und dann gesagt, okay, warum gibt es eigentlich keinen, also jetzt irgendwie einen Keks oder eine Schokolade essen, möchte ich einfach nicht. Und irgendwann wird Studentenfutter langweilig. Und deswegen, warum denn nicht mal einen kleinen, wirklichen Snack für zwischendurch? Und so entstehen unsere Produkte eigentlich aus uns selber heraus. Und wir gucken dann immer und sind ganz begeistert, dass tatsächlich sehr viele Menschen mittlerweile die Produkte auch toll finden. Ja, aber es ist schon auch so ein Schritt. Ich meine, ihr kommt nicht aus der Lebensmittelbranche, das muss man sagen, weder, oder? Ja. Nee. Weder du noch dein Kompagnon in irgendeiner Form, sondern ihr habt einfach einen Plan gehabt, ihr hattet eine Idee, ihr wolltet euch was Gutes tun, aber ganz uneigennützig eigentlich, sondern das Gute auch wirklich teilen. Und das kann mittlerweile jeder. Also jeder kann eure Produkte kaufen und kauft damit aber nicht nur ein hochwertiges Produkt, eine hochwertige Ernährung, sondern er kauft auch, man kann schon sagen, Lebensfreude für Menschen, die dadurch Unterstützung bekommen. Auf jeden Fall. Also das ist für uns das, was uns antreibt und was unser Team antreibt. Also wir sind mittlerweile ein Team von 10 Leuten. Im Schnitt 26, also ein sehr junges Team. Und ich glaube, der Idealismus, der uns antreibt und der uns auch motiviert, ist wirklich die Idee zu sagen, wenn du jetzt in den Supermarkt gehst und eins unserer Produkte kaufst, dann geht davon 100%ig ein fester Betrag, egal welches Lyca-Produkt, es geht immer ein fester Betrag an unser aktuelles Entwicklungsprojekt in Burundi, wo wir zusammen mit der Deutschen Welthungerhilfe Schulmahlzeiten für die Kinder ermöglichen. Und das heißt wirklich, ein Kind, was sonst vielleicht nicht zur Schule gehen würde, weil einfach dieses Thema Hunger, also man kann nicht lernen, wenn man hungrig ist, was wir damit direkt angehen können. Und das Ziel ist da wirklich langfristig eine Infrastruktur aufzubauen, dass dieses Problem gelöst ist. So. Ja, und es ist toll. Es gibt euch mittlerweile wirklich, also wir werden natürlich über den Werdegang noch ein klein wenig genauer reden und natürlich auch über die Empathie und über Geschichten reden, die euch im Anschluss dann natürlich auch passiert sind, weil ihr werdet bestimmt auch schon das ein oder andere tolle Erlebnis vor Ort gehabt haben. Und jeder kann ein Teil davon werden, denn sie können in bei Rewe, Dance, also in vielen, vielen Supermärkten findet man hier diese Marke. Und ich finde, es ist ganz wichtig, dass wir Werbung für diese Marke machen, denn es geht hier nicht nur um gute Qualität, sondern es geht eben auch um Unterstützung von Menschen, denen es eben nicht so gut geht in einer Wohlstandsgesellschaft. Ich komme gleich nochmal zu dir.
super. Und ich muss immer sagen, Chapeau vor jungen Menschen, die nicht nur reden, sondern die Dinge dann auch umsetzen und tun. Man schimpft immer so über die Jugend von heute und denkt sich immer, oh, das ist alles irgendwie so No-Future-Generation. Eigentlich bin ich in der groß geworden. Aber ihr seid eigentlich wirklich sehr bewusste Menschen, die ja, nach links und rechts gucken. Und das finde ich ganz großartig. Deswegen, Lyca ist das nächste Produkt, das bei Ihnen im Einkaufskorb landen sollte. Oder Sie entscheiden sich natürlich auch wieder für Fairtrade-Produkte, wenn es in, um Sachen Mode geht. Zum Beispiel auch um den intelligenten Schmuck von Gabriele Iazetta. Die ist ab Montag übrigens wieder bei Astro TV, hier 17 Uhr, da können Sie sich eindecken. Aber jetzt können Sie auch mal im Internet vorbeischauen. Der intelligente Schmuck von Gabriele Iazetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iazetta.com oder telefonisch unter 0800 07 10014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iazetta nach Hause und spüren Sie die Energien. Monika Berl ist zu uns gekommen, auch eine sehr achtsame Frau, muss man wirklich sagen, die ein großes Bewusstsein in sich trägt. Wenn du sowas hörst, junge Menschen, die ja, einfach Dinge machen, angehen, umsetzen. Das wünsche ich mir ja noch mehr, ja. Respekt, ja. Toll. Du bist zu uns gekommen, weil du auch etwas umgesetzt hast, weil du auch in deinem Leben wirklich ja, oftmals gestolpert bist und einmal so schwer gestolpert bist, wo viele andere nicht mehr aufgestanden wären. Dir ist das passiert, was, glaube ich, das Schlimmste ist, was einer Mutter passieren kann. Du hast dein Kind verloren. Ja, meine jüngste Tochter. Ja, die ist mit 6 Jahren an Leukämie erkrankt. Und ja, durch dieses Erleben, sag ich mal, hat sich mein ganzes Leben verändert. Oder das Leben einer ganzen Familie, möchte ich sagen. Und ich habe sie 2 Jahre lang auf ihrem Weg begleitet. Und ganz bewusst begleitet, da ich schon immer einen spirituellen Weg gehe. Also ich habe einen sehr tiefen Glauben in Himmel und Erde. Und ich bin Krebs, ich bin im Endeffekt schon immer mehr da oben zu Hause wie auf der Erde. Doch dieses Erlebnis hat mich sehr wieder auf die Erde gebracht. Es klingt unverständlich eigentlich, aber du hast mir vor der Sendung auch tatsächlich gesagt, diese 2 Jahre, die du deine Tochter begleitet hast, das waren 2 Jahre, die dir trotzdem ganz viel Kraft gegeben haben. Und es mag für jemanden, der vielleicht eine ähnliche Situation erlebt hat, ja, unvorstellbar auch sein, weil er es eben anders erlebt hat. Was hat dich da so gekräftigt? Und warum sagst du heute, du würdest dir es auch natürlich wünschen, dass Menschen, die eben sowas erlebt haben, ja, diesen Glauben, die Hoffnung nicht verlieren? Ja, ich habe, meine Tochter war klein, zierlich, schüchtern. Ein Mädchen, das immer größer sein wollte, als es war, das immer besser sein wollte wie ihre Geschwister. Und ich durfte einfach auf ihrem Weg oder auf unseren gemeinsamen Weg sehen, wie das Kind an sich wächst. Sie hat jeden Widerstand im Endeffekt überwunden. Es gibt kein Bild der Traurigkeit. Im Gegenteil, immer wenn sie merkte, dass es mir nicht gut ging, dann strich sie mir so über die Wange und sagte, Mama, kannst du noch? Wenn du noch kannst, dann kann ich auch noch. Was passiert da? Ich war mal auf einer, Kinderkrebsstation. Das waren Momente in meinem Leben, die werde ich nie vergessen, weil ich die Stärke der Kinder nie vergessen werde. Die Eltern, genau, die schwach waren, und die Kinder, die krank waren, die wussten, dass das Leben endlich ist, mit 12, mit 11. Mhm. Die waren schon so weise und waren so kraftvoll und haben eigentlich wirklich die Eltern unterstützt, obwohl sie Unterstützung hätten brauchen müssen. Genau, das erlebt man auf einer Krebsstation. Und ich habe wirklich vor jedem Kind sozusagen meinen Hut gezogen, weil ich einfach eine wahnsinnige Kraft in den Kindern gespürt habe. Und eben auch bei meiner Tochter,
die wirklich aus einem richtig schüchternen Mädchen ein Kind, eine kleine Erwachsene wurde, die mit Ärzten verhandelt hat. Und ich habe so viel mit ihr erlebt. Wir haben so viel gelacht. Ich möchte diese Zeit in meinem Leben nie missen. Es war eine sehr, sehr kostbare Zeit. Ich habe auch dann an einem Projekt mitgewirkt, habe auch an einem Buch geschrieben. Das heißt auch kostbare Zeit. Das kann man einfach nachempfinden, wie es ist, wenn man die Kinder beobachtet und mit ihnen wächst. Also ich bin mit meiner Tochter mitgewachsen. Die Lehre, die dann natürlich wahrscheinlich entsteht, die bleibt erstmal. Aber du hast probiert, diese Lehre zu füllen mit deinem positiven Gedanken. Aber du hast natürlich auch Hilfe in irgendeiner Form gespürt und bekommen. Genau. Ich bin, also nach dem Sterben meiner Tochter war nichts mehr, wie es war. Und ich war von jetzt auf gleich auf mich alleine gestellt. Und ja, meine Ehe ging natürlich in die Brüche gleich danach. Und ja, ich habe aber eine Veränderung schon vorher in mir gespürt und ich wollte auf keinen Fall mehr die Frau sein, die ich vorher war, sondern das Gegenteil war geschehen. Ich habe selber in mir eine unendliche Kraft wahrgenommen. Ich habe gefühlt, ich kann alles erreichen, was ich möchte. Und vor allem, ich möchte ein leichtes Leben. Und ich meditiere schon seit 25 Jahren und auch diese Meditation jeden Tag während den 2 Jahren, in denen ich meine Tochter begleitet habe. Hätte ich das nicht gehabt, glaube ich, hätte ich das nicht so gut miterleben dürfen, weil ich habe so viel Hilflosigkeiten in mir erlebt als Mutter. Man will ja im Endeffekt sein Kind beschützen, man will allem gewachsen sein. Und das war ich dann durch tägliche Meditation, durch täglichen Rückzug, durch die Verbindung von Himmel und Erde. Und genau das ist meine Botschaft heute an die Welt. Wenn wir uns jeden Tag verbinden und dann diese Liebe in uns spüren, diese Verbindung, die uns täglich Kraft gibt für jegliche Herausforderung. Es sind jetzt schon einige Jahre vergangen und ich könnte ein Buch schreiben. Doch wie gesagt, wir alle, jeder einzelne Mensch, hat im Endeffekt ja sein Schicksal. Jeder hat seine eigene Geschichte und ich habe halt meine und ich möchte sie heute im Endeffekt, ich sehe sie gar nicht als Schwere, sondern ich sehe das Leben als Chance. Jede Herausforderung birgt eine Chance. Und es war meine Chance, Angels Feed zu kreieren, eine Praxis zu eröffnen, mich weiterzuentwickeln zur Hypnosetherapeutin. Ich lebe heute das, was ich vorher nicht gelebt habe. Du lebst heute, und das hast du mir vor der Sendung gesagt, und das fand ich eigentlich ganz schön, weil du gesagt hast, ich lebe heute ein leichteres Leben. Ja. Und das ist ja auch so unser Sendemotto, und du willst natürlich die Menschen auch dorthin bringen. Du hast hier, wir sind leider Gottes, ich komme aber wieder, ja. Du hast hier noch ein paar Sachen mitgebracht, die du unseren Zuschauern auch gerne nochmal demonstrieren möchtest. Außerdem möchtest du in die Herzen der Menschen sprechen, aber ja, du möchtest auch, dass die unsere Zuschauer leichtfüßig durchs Leben laufen können. Und deswegen hast du Angel Feet gegründet. Und das sind ganz besondere Einlegesohlen. Und wir alle wissen ja, wie wichtig das ist, dass unsere Füße den Kontakt, die Bodenhaftigkeit, trotz der ganzen Spiritualität nicht verlieren. Und was das Besondere an diesen Sohlen ist, die auch ja, spirituell gesehen eine kleine Verbindung zwischen Erde und Himmel herstellen können. Darüber werden wir uns gleich noch unterhalten. Aber nicht nur das hast du, sondern man kann sich auch wirklich von diesen Sohlen gleich von uns überzeugen lassen. Sie können sich überzeugen, denn ein paar Sohlen dürfen wir auch verlosen an unsere genau. Zuschauer heute. Und Sie sollten dranbleiben, dann erfahren Sie nämlich, was Sie heute gewinnen können, was das Besondere an diesen Einlegesohlen sind. Aber Sie können trotzdem schon mitmachen bei der Verlosung. Jetzt schon mal auf unseren Anrufbeantworter sprechen. Und die Lösung für heute, die sollten Sie natürlich auch richtig wissen. Wir wollen wissen, wie heißen die Einlegesohlen von Monika Berl? Ist es A, der Devil's Arm oder doch eher der Angel's Feet? Unter den bekannten Telefonnummern sind wir aus Deutschland, Österreich und der Schweiz für Sie zu erreichen. Bis 15 Uhr ist der Anrufbeantworter geschaltet. Danach wird ausgelost und Sie
wissen ja, Sie müssen 18 Jahre alt sein, um am Gewinnspiel mitmachen zu dürfen. Jeder Anruf aus dem deutschen Festnetz kostet 50 Cent. Es kann mobil auch etwas teurer werden. Und alle Teilnahmebedingungen können Sie nochmal nachlesen unter www.astrotv.de. Jetzt geht es weiter mit dem Blick in die Sterne. Wir wollen gar nicht politisch werden und wir wollen uns gar nicht mit der Politik beschäftigen, sondern wir wollen mal in das Horoskop eines Politikers blicken, der eine Partei doch aus dem Sumpf gezogen hat. Und das muss schon eine Persönlichkeit sein, Christian Lindner nämlich. Und den Blick in die Sterne werfen wir natürlich gemeinsam mit Michael Allgeier. Birgit Laurich ist Botschafterin der allumfassenden göttlichen Fülle, die Manna genannt wird. Es ist ihre Lebens- und Herzensaufgabe, dich mit all ihren spirituellen Gaben sowie ihrer langjährigen Erfahrung in ein glückliches Fülleleben zu führen. Dabei unterstützt sie dich liebevoll, einfühlsam und beantwortet all deine Fragen ehrlich und treffsicher. Zusätzlich hat sie dafür mit der Intuition des Göttlichen vielfältige Manna-Fülle-Produkte entwickelt. Sie arbeiten gleichzeitig als besonderes spirituelles Werkzeug und Hochfrequenzsender im Empfänger zur geistigen Welt für dich. Mein lieber Michael, du weißt, es gibt nichts Schwierigeres, als über Politik zu reden. Wir wollen auch gar nicht in irgendeiner Form über den Ausgang der Wahl sprechen, sondern wir wollen... Ich bin auch nicht der richtige Mann dafür. Nee. Aber wir, doch, wärst du schon. Also wir philosophieren ja des Öfteren darüber, aber das wollen wir nicht in der breiten Öffentlichkeit machen. Nein. Aber was man sagen muss ist, und das ist eben immer das Interessante an den Horoskopen und auch in den Blick hinein in das Horoskop einer bekannten Persönlichkeit, denn egal, ob man ihm jetzt zugeneigt ist oder nicht, was Christian Lindner da in den letzten Jahren auf die Beine gestellt hat mit der Partei der FDP, das ist schon großartig. Also der hat eine Partei wieder aus dem Sumpf geholt. Was ist es für eine Persönlichkeit? Ja, also ich schaue mir ja auch immer die Geburtsdaten an von Menschen, die mir irgendwie auffallen, egal wie ich zu ihnen stehe. Und der hat nun mal wirklich das Interesse der Öffentlichkeit erregt. Er hat die Partei, glaube ich, 2013 ist die FDP ja nicht mehr in den Bundestag gewählt worden. Und dann hat er als 34-Jähriger, also ein extrem junger Politiker damals, gesagt, hört auf mit Trauern, jetzt packen wir es an. Und hat diese Partei wirklich von ganz unten nach oben zurück zur Macht geführt. Ja. Und sein Horoskop ist erstaunlich. Also ich fand es extrem in vielerlei Hinsicht. Er ist ein Steinbock und man weiß ja, Steinböcke, das ist Saturnzeichen, die haben sehr viel Ehrgeiz und gerade in beruflicher Hinsicht. Nun ist er ein Steinbock, man kann sagen ein 150-prozentiger oder 200-prozentiger Steinbock, denn seine Sonne steht auch noch in Konjunktion, also in einer engen Verbindung mit Mars und Mars im Steinbock, das weiß jeder Astrologie-Interessierte, hat da eine erhöhte Stellung, also eine besondere Durchschlagskraft. Das heißt, der Christian Lindner hat einen unglaublichen Willen, der auch manchmal zur Überziehung neigt, denn diese Sonne Mars steht in einer Spannung zu Pluto. Das ist auch ein Machtthema, das haben fast alle Politiker im Horoskop, aber schon ziemlich heftig, muss man sagen. Also ein Macher, ein unbedingter Macher, der so unglaublich viel Energie zur Verfügung hat, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also das ist wie ein wandelnder Vulkan. Ja. Und seine Sonne steht dann auch noch günstig zu Uranus. Der Uranus steht ja so für das Progressive, Fortschrittliche. Er hat, glaube ich, auch von seinem Wahlthema auf die Digitalisierung der Welt gesetzt. Also passt zu diesem Uranus. Also eine unglaublich stark aspektierte Sonne. Und die Sonne, die steht ja immer für Entfaltung, für Verwirklichung. Ja. Also ein Mann, im Grunde genommen, wenn du jetzt nicht wüsstest, über wen wir reden und du würdest ins Horoskop blicken, ein Mann, dem du als Berufswahl auch die Politik empfohlen hättest? Das weiß ich jetzt nicht. Also von diesem Sonne-Mars-Quadrat Pluto hätte ich auch sagen können, boah, das ist auch ein wahnsinniger Sportler oder ein Kampfsportler oder ein Boxer oder sowas hätte ich auch sagen können. Ah ja, aber natürlich schon jemand, der Ehrgeiz hat, also der Steinbock, der sich vom Weg im Grunde genommen nicht abbringen lassen möchte. Genau. Je steiniger, desto besser.
Genau, du hast es perfekt beschrieben. Genau so ist es. Also ein Mensch, der das Gefühl hat, er muss auf einen großen steilen Berg hochgehen und der keine Mühen scheut, um ans Ziel zu kommen. Ja, und was man auch sagen muss, ein charismatischer Typ, das ist er ja auch. Absolut. In so jungen Jahren wirklich so Erfolge dann erzielt zu haben. Man hat ihn manchmal natürlich auch ein klein wenig belächelt wegen seiner Selbstdarstellung. Also das hat er natürlich auch gut inszeniert. Also er hat sich auch gut inszeniert. Ja. Fast quasi schon wie so einen kleinen Medien-Superstar. Ja, also das hat er auch, diese Seite, neben seinem ganzen Ehrgeiz. Er hat den Merkur, der hängt ja mit dem Denken und auch mit der Selbstdarstellung zusammen, mit der Kommunikation, wie ein Mensch kommuniziert, im Schützen. Der steht da im sogenannten Exil, das für die astrologischen Fachleute. Und da sagt man, diese Menschen sind mit Merkur im Schützen, sind schon ein bisschen von sich eingenommen und sehen sich schon in einem ganz guten Licht. Also davon hat er auch nicht zu wenig. Also zumindest einer der Kandidaten, über den anderen wollen wir gar nicht reden, aber der eine Kandidat, der wirklich lachend wegen seinem Wahlerfolg nach vorne blicken konnte und wirklich auch einiges dafür beigetragen hat, dass die FDP wirklich aus diesem Keller wieder doch Einzug halten durfte in diesem Jahr. Ja, Respekt, ja. Das muss man auch sagen. Muss man sagen, und ich denke, der hat so viel Energie habe ich selten an einem Geburtstag gesehen. Man wird wahrscheinlich noch sehr viel von ihm hören. Mhm. Ja, ja. Da bin ich überzeugt. Wir werden in der nächsten Zeit einiges mitbekommen, welche Veränderungen da auf uns zukommen werden, mein Lieber. Ja. Aber es zeigt mal wieder, dass der Blick ins Horoskop immer ein guter Blick ist und dass man, dass man wirklich über die Sterne einiges sagen kann. Man kann ja immer noch auch Astrologe werden und das unter den Fittichen von dir selber. Ja, von unserer Astrologie-Schule, die ja seit 1995 gibt es uns schon. Ja, ich wollte gerade sagen, was redest du davon? 20-jähriges Jubiläum schon. Über 20 Jahre, mein Lieber. Genau, über 20 Jahre schon. Also die Zeit vergeht. Und wir sind ja eins der größten, wir waren das erste größte Fernunterrichts Astrologie-Schule in Deutschland und wir haben uns weiterhin verbessert, haben ein gutes Team und freuen uns über jeden, der bei uns einsteigt. Absolut und es ist in irgendeiner Form, egal ob man es beruflich macht oder auch nur privat nutzt, wirklich immer was Besonderes und es ist immer was Besonderes, der Donnerstag, wenn du mal wieder in die Sterne blickst, beziehungsweise ins Horoskop von irgendjemandem. Ja. Dankeschön. Und eigentlich mal wieder zeigst, dass man wirklich über die Sterne so einiges erkennen kann. Mein Lieber, lass dir gut gehen. Übliche Frage, wie ist das Wetter in der Heimat? Es wird so gerade ein bisschen besser. Ah ja. Also man könnte zur Wiesn gehen. Ich wollte gerade fragen, weil die hatten ja dieses Jahr doch auch ein paar regnerischere Tage. Ne? Ja, ein paar, aber es waren auch schöne da. Ich war schon mal dort und habe voll genossen. Ah also, ja, bist rausgegangen dieses Jahr. Tolle Zeit. Bist dieses Jahr mal rausgegangen? Ja, ich war im Hackerzelt, da sind zwar viele Jüngere, aber ich habe auch mit den Jüngeren gut gefeiert. Naja, das hatte du ja sowieso. Und hat Spaß ist ruhig dieses Jahr, also würdest du empfehlen, schaut's ruhig mal raus? Also ich finde, die Stimmung ist gut. Es ist eine gute Stimmung und ich habe es auch nicht als besonders aggressiv empfunden. Kommt natürlich auch immer darauf an, welchen Tag und welche Stunde man gerade erwischt, aber ich fand es insgesamt relativ friedlich. Hoffen wir, dass es so friedlich bleibt. Wie gesagt, hat der Ude früher immer gesagt, ich weiß gar nicht, ist der Spruch heute noch so gängig, auf eine friedliche Wiesn nach dem O-Zapfen? Ja, oder? Schon. Ja, bestimmt. Mein Lieber, lass es dir gut gehen. Liebe Grüße in die Heimat und auf bald. Nächste Woche hören wir uns wieder. Ich freue mich. Gute Sendung, Andrea. Ich danke dir. Vielen Bis Dank. Dann. Ciao, Micha. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Der Blick ins Horoskop. Hast du schon mal astrologisch dich beraten lassen? Lange nicht. Lange nicht, aber schon mal. Ich glaube, das war so mit 14 in die Mädchenzeitschriften auf dem Weg zum Skifahren. Naja, so, okay. Also mal das Horoskop gelesen. Gelesen, ja. Weil man wahrscheinlich auch bei dir im Horoskop so einiges feststellen könnte, dass du ein Macher bist. Denn ich sage ja, wenn junge Leute nicht nur reden, sondern Dinge auch umsetzen, dann ist das was ganz Besonderes. Und ihr habt Dinge umgesetzt, aber nicht nur, um an euren eigenen Profit zu denken, sondern um auch anderen Menschen zu helfen. Lyca, das ist ein Produkt, das man mittlerweile wirklich auch in verschiedenen Lebensmittelgeschäften finden kann. Genau, also
Das ist unsere große Herausforderung, immer in mehr Läden zu kommen, weil wir natürlich ein super kleines Unternehmen sind. Und die Lebensmittelhändler möchten natürlich, dass es eine bekannte Marke ist, dass sich das Produkt gut verkauft. Und wir kommen mit einer sozialen Mission an. Und es sind alles neue Produkte, sieht anders aus als andere Produkte. Es ist auf einmal, es sind sehr hochwertige Produkte. Und da müssen wir uns natürlich auch beweisen, dass haben wir über die letzten 2-3 Jahre ganz gut geschafft, aber wir sind auch immer noch auf dem Weg dahin. Mhm. Das heißt, man findet das Produkt jetzt durch die harte Arbeit, die das Team, die wir da reingesteckt haben, in Deutschland in rund 2.500-3.000 Supermärkten. Aber wahrscheinlich gibt es ja keine Ecke. Also mittlerweile haben die Lebensmittelgeschäfte haben ja Bio-Ecken, wo man Bio-Obst, wo man Bio-Gemüse einkaufen kann. Aber wird man auch auf eure Produkte besonders aufmerksam gemacht, dass man weiß, was man da tut? Oder ist es dann schon auch wichtig, dass zum Beispiel wir unsere Zuschauer heute darüber informieren, dass Lyca nicht einfach nur gute Ernährung ist, sondern dass man wesentlich mehr in den Einkaufswagen legt? Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das tun, weil wir natürlich, also gerade im Eisbereich, das Eis verschwindet oft in der Tiefkühltruhe. Also ich habe schon sehr oft unser Eis beim Fisch. Bei uns verschwindet es ja auch gleich, oder? Wenn ich irgendwann mal anfange, irgendwas neu auszumachen. Ja, aber tatsächlich verschwindet es halt in der Tiefkühltruhe. Wenn man drauf guckt, dann steht da sehr, sehr viel. Und wir versuchen es natürlich zu kommunizieren, aber es geht natürlich auch ein bisschen ein Stück weiter unter zwischen der riesigen Auswahl. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, darüber zu reden, was wir eigentlich tun. Und zu zeigen, dass da mehr hintersteckt. Ja, und dass man euch natürlich unterschiedlich findet, weil du sagst ja selber, das eine sind Eissorten, es gibt Frozen Joghurt, das heißt, genau. Das sieht man eher im Kühlregal wahrscheinlich, aber die Riegel, auf die kann man in einer anderen Ecke des Supermarkts auch nochmal stoßen. Genau, und das Ziel ist, dass man uns bald in jeder Ecke findet, also dass wir wirklich Lyca, dass man in fast jedem Bereich ein Lyca-Produkt kaufen kann, dass man immer diese Wahl hat, was Gutes zu tun, wenn man das möchte und immer sich bewusst dafür zu entscheiden. Das heißt, egal welchen Gang des Supermarkts ich entlang laufe, irgendwo stoße ich dann auf euch. Was sind das jetzt für Produkte, die du mitgebracht hast und mit denen ihr jetzt angefangen habt? Sehr, sehr gerne. Also wir haben angefangen mit unserem Frozen Joghurt. Das ist quasi eine gesündere Alternative zu Eis, weil sie halt aus bis zu 80% Joghurt besteht. Ich halte das, oder haltst du dann nochmal ruhig da rein, dass man, oder ich nehme es dir einfach ab, damit man einfach auch wirklich mal die Verpackung verinnerlichen kann, wonach man quasi schauen soll. Genau, das ist jetzt die Sorte Mango, das ist tatsächlich auch die am beliebtesten ist. Der große Vorteil von dem Produkt ist, es hat die einzelnen Sorten zwischen 70 und 90 Kalorien auf 100 Milliliter. Das ist im Vergleich zum normalen Eis. Normales Eis fängt so bei 180 Kalorien an. Das heißt, es ist die Hälfte oder sogar ein Drittel oder ein Viertel, je nachdem, wen man sich jetzt als Vergleich raussucht. Es besteht komplett aus Joghurt, Fruchtpüree, ist mit Agavendicksaft gesüßt, ist einfach so wie man sich zu Hause ein Eis machen würde, würde man auch Joghurt nehmen, frische Früchte, das pürieren, vielleicht noch ein bisschen Zucker reinmachen oder ein bisschen Honig. Und viel mehr machen wir da auch nicht. Und wir haben uns immer gefragt, warum gibt es das eigentlich nicht zu kaufen? Das gibt es jetzt damit. Okay. Das jetzt kaufen. Also hier haben wir den Joghurt sozusagen, genau. Der ja ein Produkt ist nicht nur für Sportler, muss man ja sagen. Nee, also es tut ja jedem gut und auch Kinder essen gerne Joghurt. Also, und hier weiß man halt, man tut nicht nur seinem Kind zum Beispiel was Gutes, sondern eben vielen anderen Kindern auch. Ja, es gibt da den Fun Fact, dass die Bakterien in dem Joghurt, die man in jedem anderen Joghurt hat, dass die da tatsächlich bei uns auch noch drin sind, also es ist auch probiotisch. Die drehen nur viel, viel langsamer, weil sie halt tiefgefroren sind, aber es ist tatsächlich auch ein probiotisches Produkt. Okay, also haben wir hier auf jeden Fall schon mal die Joghurt-Variante. Im Mango haben wir es gerade vorgestellt. Habt ihr natürlich unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Ich sehe gerade auch die Erdbeere. Genau, also den haben wir in Mango, Erdbeere, Blaubeere und Vanille. Mhm. Die Zitrone musste der Blaubeere weichen. Wir hatten auch schon mal Zitrone. Der hat sich nicht so gut verkauft wie die Blaubeere. Und deswegen haben wir jetzt ganz neu unsere Blaubeere, den man da vorne links sieht, den wir auch mal probieren können, glaube ich. Ja, die anderen hast du natürlich als Leerverpackung mal mitgebracht, sonst würde der Tisch hier gleich so aussehen wie hier vorne auch. Nämlich alles wäre natürlich geschmolzen. Genau. Ich reiße jetzt einfach mal auf. Einfach aufreißen, genau. Und probiere mal die Blaubeere für Sie. Keine Scheu. Genau.
Was man da ganz schön sieht, ist, also da sind jetzt tatsächlich knapp 20% Blaubeere drin. Also wenn man das sieht, das ist... Also der sieht schon sehr gehaltvoll aus, das muss man wirklich sagen. Ja, genau. Guten Appetit. Ob er so gehaltvoll schmeckt? Ja, also. Hast du noch mal ein Löffelchen? Ich selber gerade nicht, wenn dann da vorne den. Da komme ich aber, glaube ich, gerade nicht an. Ja, ich wollte nur natürlich hier auch der Monika, vielen Dank, der Monika mal kurz zum Testen was geben. Weil, sehr gerne. Weißt du, ich sag ja, wenn ich von was überzeugt bin, obwohl man es mir an der Nasenspitze natürlich auch ansieht, dass es mir schmeckt, aber vielleicht gab es ja einen oder anderen. Meinung. Genau, wollen wir mal unabhängig fragen. Dankeschön. Wie er dir mundet. Da. Sehr fruchtig. Sehr fruchtig, sehr, ne? Das sehr ist fruchtig. Schon, da sehr kriegt man schon zum was. Empfehlen, wirklich. Ich glaube, was wichtig ist dazu zu sagen, ist, wir entwickeln diese Produkte selber und arbeiten mit kleinen Manufakturen zusammen. Also jeder Becher wird tatsächlich auch noch per Hand abgefüllt und da sind halt echte Früchte drin. Das heißt, die Blaubeere ist halt nicht gleich jedes Mal, sondern es ist halt echte Blaubeere. Die sind mal süßer, mal weniger süß, aber es ist halt ein Naturprodukt. Also das ist die Quelle der Natur, die wir da haben. Ja, und ich habe neulich das erste Mal wieder über ein bewusstes Leben nachdenken dürfen, als ein Gast in dieser Woche mal gesagt hat, 2012, wo wir alle irgendwo Angst vor dem Weltuntergang hatten, da ist was passiert. Da ist was auch in den Köpfen der Menschen losgetreten worden. Mhm. Und sei es ein neues Bewusstsein, aber dieses Bewusstsein tut uns gut. Denn dieses Bewusstsein hat Menschen wie dich nach vorne gebracht, die einfach sagen, ich möchte mit den Produkten A, den Menschen gute Ernährung bieten, aber ich möchte auch andere Menschen unterstützen. Ich komme gleich nochmal zu dir. Dann würde mich natürlich auch interessieren, ob ihr unter anderem natürlich so ein bisschen wie die Helden dort unten auch aufgenommen werdet, weil ihr eben doch vielen Menschen eine bessere Bildung durch eure Produkte dann auch gewährleistet. Aber das wirst du uns mehr oder wirst du uns gleich erzählen. Jetzt erzählt erstmal Sonja Lappessen ein bisschen was, wie sie erreichen können. Und dann wollen wir uns natürlich nochmal mit den Angels Feeds beschäftigen. Herzlich willkommen. Mein Name ist Sonja Lappessen. Lebensberatung ist neue Sicht und Handlungsweisen zu entdecken. Hinter jedem Problem, was Sie gefangen hält, verbirgt sich die Chance. Meine Ziele in der Beratung sind positive Veränderungen. Ich erkenne Hintergründe und Zusammenhänge. Ich helfe Menschen, ihren Gefühlszustand zu verbessern und ihr Ziel zu erreichen. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ich mag dein Motto so gerne, wenn es um diese Einlegesohlen geht, denn du sagst selber, bringt den Himmel auf die Erde. Und das ist dir etwas ganz Wichtiges gewesen, denn es geht um Gesundheit, es geht um Wohlbefinden, es geht aber auch um Spiritualität, die du hier verpackt hast, eben in diese Angel Feeds. Kurz erklärt, was ist es, was hat dich bewegt nach diesem Schicksal, das du erlitten hast, plötzlich in die Produktion von Einlegesohlen zu gehen? Ja, also das war, es kam im Endeffekt alles absichtslos, wie von selbst. Ich gebe ja seit mehr als 3 Jahren Vorträge und in diesen Vorträgen habe ich alle möglichen Themen, wie auch zum Beispiel Schicksalsschläge überwinden. Nach jedem Vortrag habe ich immer gedacht, hoffentlich bleiben meine Worte nicht leer, sondern ich wollte einfach, dass meine Worte Nachhaltigkeit haben. Dann wurden sozusagen aus meinen Vorträgen Seminare und Workshops. Ich wollte einfach die Menschen oder meine Teilnehmer mehr ins Gefühl reinbringen. Ich weiß, wir sind Körper, Geist und Seele und unsere Seele ist reines Gefühl. Und das Gefühl im Endeffekt, jeder weiß, die Liebe ist die größte Macht im Universum. Und ich wollte einfach dieses Gefühl des Herzens in jeden Mensch zurückbringen. Auch wenn man Schicksalsschläge erlebt hat oder
in einem Schicksal gerade drin steckt, kann man dennoch in die Leichtigkeit kommen. Und ich habe es bei meiner Tochter eben miterleben dürfen. Und so habe ich angefangen, Prototypen sozusagen mit Farben zu arbeiten. Denn Farben, mit denen habe ich schon als Kind gearbeitet. Und meine Angels Feet, die sind sozusagen mit unseren Energiezentren, spiegeln unsere Energiezentren. Sie sind auf körperlicher Ebene sozusagen ein gesundes Fußbett, was wir brauchen zum Gehen, um im Leben gestützt, auch um unsere Wirbelsäule aufrecht zu halten, um 8 Stunden am Tag leichtfüßig zu sein, wie du vorhin auch gesagt hast. Aber auch Angels Feet bringt Energie in die Füße. Das sieht man natürlich bei mir in meinem Online-Shop nicht. Doch jeder, wo Angels Feet in seinen Schuhen trägt, erlebt diese Energie sofort. Und es gibt verschiedene Sohlen zu verschiedenen Lebensthemen, die man vielleicht wieder frei treten möchte. So kann man es, finde ich, auch ganz schön ausdrücken. Da geht es wirklich um gewisse Blockaden, die man auflösen kann. Und wir alle wissen ja, wenn wir Dinge anfassen, wenn wir Dinge vielleicht mal drücken, wenn wir Dinge vielleicht auch mal wieder in den Fluss bringen, dann fließt auch wieder alles. Und wir laufen jeden Tag so viel durchs Leben und wir beachten manchmal ja die Qualität der Füße wahrscheinlich zu wenig. Ne? Genau. Die Qualität, sag ich mal, der Schuheinlagen, da bin ich zu einem orthopädischen Hersteller geführt worden. Der hat mich davon überzeugt, dass Energie und ein stabiles Fußbett natürlich das Nonplusultra ist. Die Energie, wo man jetzt hier nicht sieht, aber fühlen kann, die wurde in mehr als 3 Jahren während meinen Vorträgen einfach entwickelt und spiegelt sich in unseren Energiezentren. Ich trage zum Beispiel heute Wurzelenergie. Die erdet mich heute, gibt mir Mut und Kraft, hier zu sein, auch was ganz Neues zu erfahren. Gibt mir auch eine innere Stabilität, zieht mich so wie ein bisschen so nach oben. Ja, und Menschen, wo in dieser Schnelllebigkeit im Leben einfach nicht zurechtkommen, denen würde ich einfach diese Wurzelenergie auch empfehlen. Deshalb, ich habe 9 verschiedene Einlegesohlen zu 9 verschiedenen Bewusstseinszuständen. Also Angels Feet wirkt sich positiv auf unser Bewusstsein aus. Und so aber auch ganzheitlich auf unseren Körper. Denn wenn die Seele leidet, wird der Körper krank, sagt man. Und wenn die Seele aber wieder lacht, wenn ich mich wohl in mir drin fühle, dann fühlt sich mein Körper eben auch wohl. Und die sind natürlich auch in Zusammenarbeit mit einem Orthopäden entstanden, sodass man auch weiß, man tut sich egal wie etwas Gutes, aber es hat eben noch diesen spirituellen Mehrwert. Das bedeutet, Sie können auf der Internetseite natürlich auch mal nachschauen, zu welchen Themen es die passenden Einlagen gibt und man kann es einfach auch wirklich mal ausprobieren. Und ich glaube, dass viele unserer Zuschauer auch wirklich merken, dieser Satz, man steht sich selbst im Weg, ja, der kommt ja auch nicht von ungefähr und man kann sich freitreten, man kann viele Dinge frei schubsen und ja, und wenn es nur der Glaube ist und du sagst, das Glaube hat dir auch im Leben so viel weitergeholfen. Ne? Ja, aber das Schöne ist wirklich, ob man jetzt an Angels Feet glaubt oder nicht, man spürt sofort. Mhm. Man kriegt wirklich dieses Gefühl, ich gehe auf Engelsfüßen. Durch dieses wundervolle Fußbett, aber auch diese Energien sind so wahrnehmbar. Wenn ich mit meinen Klienten arbeite, hier mit meinen Prototypen, mit dem arbeite ich an meiner Praxis. Darf ich mal ganz kurz? Ja, die sind je nach, hier steckt Erzengel Michael-Energie dahinter. Also die gibt es in allen verschiedenen Farben. Und so hat Angels Feet im Endeffekt, so ist es auf den Weg gekommen. Irgendwann hat eine Seminarteilnehmerin zu mir gesagt, warum bringst du diese wundervollen Energien nicht in die Schuhe, damit ich den ganzen Tag daraus zehren kann, damit ich mich richtig gut fühle. Und da ich diesen Gedanken schon Wochen vorher hatte, habe ich gedacht, ein Zeichen. Mhm. Da ich mich sehr mit Zeichen beschäftige, habe ich gedacht, naja, da will ich mal sehen, was sich daraus ergibt. Und so ging dann auch tatsächlich alles wie von allein. Ich gehe zu meinem Nachbar,
wollte meine Schuhe machen lassen und komme mit dem ins Gespräch. Da drückt mir eine Zeitschrift in die Hand und sagt, geh zu diesem Hersteller. Vielleicht kann der dir weiterhelfen. Dieser Hersteller hat diese jetzt produziert. Und so lebe ich auch. Ich lebe jeden Tag bewusst und achte auf die Zeichen, die mir das Leben gibt. Genau, und das hast du ganz schön gesagt, denn man muss trotz alledem natürlich so durch die Welt laufen, ja, und die Dinge auch wahrnehmen. Du hast sie wahrgenommen und du hast daraus etwas Wunderbares hergestellt, was vielen Menschen weiterhelfen soll, nämlich Einlegesohlen, Energiesohlen, Sohlen, die einem ein leichteres Leben verhelfen können. Sie können auf der Internetseite sich natürlich informieren, zu welchen Themen, welche Farbe sie anspricht. Aber es liegt eben nicht nur an diesen Sohlen, die man einfach so kaufen kann, sondern du bist auch jemand, die den Menschen auch mit Beratungen gerne weiterhilft. Genau. Also man kann sich dann natürlich auch immer an dich wenden. Aber diese Einlegesohlen, die sind etwas anders als herkömmliche Einlegesohlen. Aber was sie auf jeden Fall bezwecken sollen, ist natürlich ein gutes Empfinden ihnen zu geben. Denken Sie dran, Sie können so eine Einlegesohle heute auch wirklich mal ausprobieren. Denn einer unserer Zuschauer, der hat die Chance zu gewinnen, auf unseren Anrufbeantworter sprechen. Und wir geben dir dann die Daten weiter, weil du wirst dich ja wahrscheinlich dann auch mit dem Gewinner oder der Gewinnerin auseinandersetzen, Schuhgröße und natürlich auch vielleicht die Frage, welche Sohle natürlich in dem Fall die richtige wäre, denn man hat verschiedene Möglichkeiten wirklich zu wählen und da ist natürlich der kompetente Ratschlag von Monika auch ganz wichtig. Jetzt machen wir kurz weiter mit einer Beraterin von unserem Partner Questico, Claudia Vogt, die Ihnen auch wieder erzählt, wie Sie sie erreichen können. Und dann geht es nochmal weiter mit Felix, der ja auch ein paar schöne Geschichten nochmal erzählt. Ich sehe es als meine besondere Aufgabe, Menschen ein Stück weit Wegbegleiterin zu sein und ihnen dabei zu helfen, wieder in ihre Mitte zu kommen. Liebevoll und lösungsorientiert unterstütze ich Ratsuchende und ihre Entscheidungen. Ich möchte, dass sie befreit und glücklich nach vorne blicken können und an sich glauben. Geschichten will ich von dir jetzt. Das heißt, seid ihr manchmal vor Ort? Seid ihr manchmal vielleicht zum Kitesurfen oder auch geschäftlich jetzt wirklich in den fernen Ländern und könnt auch wirklich euch überzeugen, was ihr da alles schon geschaffen habt? Also wir planen gerade die erste größere Projektreise nach Burundi. Also wir haben angefangen mit einem Projekt in Mali, was wir unterstützt haben. Und das Projekt in Mali wurde dann zum Glück direkt von der malischen Regierung nach knapp etwas über einem Jahr übernommen. So dass wir unsere erste Reise, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen nach Mali fahren, dann verschoben haben und gesagt haben, okay, dann fahren wir in das neue Produkt. Scheint zu schmecken, das ist gut. Keiner kriegt es mit. Fahren wir in das neue Projekt nach Burundi. Die planen wir jetzt für Ende des Jahres. Tatsächlich, dass wir das erste Mal vor Ort sind. Wir stehen über die Welthungerhilfe in direktem Kontakt mit den Menschen vor Ort. Kriegen quasi auch das Feedback von den Projektorganisatoren der Welthungerhilfe vor Ort. Das sind zwei Menschen, die das da organisieren. Der Grund, warum wir bisher noch nicht hingefahren sind, ist, dass wir einfach immer wieder, also einerseits ist, dass wir immer wieder gesagt haben, die Ressourcen, die wir bräuchten, um dahin zu fahren, können wir besser in das Projekt selber stecken. Als wir noch sehr klein waren, also für uns wären allein die Flüge schon, also allein von den Flügen können wir unglaublich viel Schulmahlzeiten ermöglichen. Mhm. Und deswegen haben wir für uns immer gesagt, wir warten, bis wir hinfliegen, bis wir an einem Zeitpunkt sind, wo wir auch wirklich eine Größe haben, die das Ganze sinnvoll macht. So, und jetzt haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, über einen Partner die Flüge kostenlos zu bekommen. Und jetzt ergibt es langsam Sinn, wirklich auch mal hinzufahren. Und was wir auch im zweiten Schritt machen, warum wir jetzt auch nach Burundi und in die Nachbarländer fahren wollen, ist, dass wir die Rohstoffe für unsere Produkte auch immer mehr von Kleinbauernkooperativen aus den jeweiligen Ländern beziehen wollen. Also auch hier wieder mehr Unterstützung. Die Idee, den Menschen nicht nur zu sagen, okay, wir helfen quasi in der absoluten Not, sondern dahinter steht auch eine wirtschaftliche Entwicklung, die passiert. Mhm. Dass wirklich langfristig da was wachsen kann, dass da eine Wirtschaft entstehen kann. Und dass wir da gemeinsam einen Unterschied machen können. Ah, da stecken Sie dahinter, die genau. Klugen Köpfe, die Gutes tun wollen. Jetzt gibt es natürlich in unserer heutigen Gesellschaft immer Menschen, die bemängeln, ja, warum muss
man denn in die Ferne gehen? Deutschland, armes Land, wir haben genügend Kinder, die ebenfalls hungern müssen oder sonst irgendetwas. Warum bietet ihr hier keine Unterstützung an? Wie geht ihr mit solchen Vorwürfen um? Ich glaube, dass wir haben für uns entschieden, dass wir dieses Thema Welthunger angehen möchten. Und aktuell hungern 800 Millionen Menschen auf der Welt. Das ist 10-mal die Bevölkerung in Deutschland, die nicht genug zu essen hat. Und wir haben in Deutschland viele Probleme, die wir auch angehen sollten. Nur wir haben uns am Anfang hat uns dieses Thema bewegt. Das war unser innerer Drang zu sagen, es ist nicht mehr okay, dass 800 Millionen Menschen auf der Welt hungern. Lass uns dagegen etwas tun. Das heißt ja nicht, dass es nicht andere Probleme gibt, die man auch angehen sollte. Und, Aber die Hilfe da ist nötiger. Die Hilfe da, ich möchte es gar nicht werten. Die Hilfe da ist einfach notwendig und wir möchten sie bringen. Mhm. Wir haben zum Beispiel auch ein Welcome-Dinner mit Flüchtlingen mit unserem Team gemacht und haben uns da zusammen, wollen es auch wieder machen. Die anderen Probleme sind auch da und da wollen wir uns natürlich auch engagieren. Aber uns geht es darum, wirklich zu sagen, jeder Mensch kann jeden Tag mit einer kleinen Sache wirklich einen Unterschied machen. Und das ist jeder Becher, jedes Produkt, was wir haben, ermöglicht eine Schulmahlzeit für ein Kind in einem Entwicklungsland. Mhm. Ob das der Frozen Joghurt ist, über den wir schon gesprochen haben, oder das Kokosnusseis, was es jetzt auch in 4 Sorten gibt, oder unsere Riegel. Und wie du es gerade gesagt hast, jeder kann. Also jeder muss halt nur in seinen Einkaufswagen vielleicht die richtigen Produkte hineintun, um A, sich selber was Gutes zu tun, aber eben auch Bewusstsein schaffen für wirklich tolle Dinge. Und ich bin ja ein sehr energetischer Mensch und denke immer, wenn wir alle mit den gleichen guten, positiven Energien an Sachen herangehen, dann können wir auch etwas verändern. Ja, und dann können wir vielleicht auch ein bisschen die Welt verbessern. Ich glaube, dass das tatsächlich, also das ist auch das, was wir in die Welt tragen wollen, ist dieses Thema, wir leben in einer Welt voller Krisen, wo es immer, also ich bin aufgewachsen mit den Terroranschlägen, 9/11, zwei Afghanistan-Krieg, Irak-Krieg, Weltwirtschaftskrise, quasi immer nur von einer Krise in die nächste. Und meine Generation lebt in dieser ständigen Überforderung. Und unsere Aussage ist, man kann daran was ändern. Und jeder von uns kann das jeden Tag. Und das ist nicht nur auf unsere Produkte bezogen, sondern allgemein. Man kann mit jeder Kaufentscheidung, mit jeder Handlung, kann man einen Unterschied machen. Ja, und vielleicht müssen wir uns einfach nur bewusst werden. Wir gehen einfach egal wohin und drehen den Wasserhahn auf und es kommt immer Trinkwasser heraus und nehmen es als so selbstverständlich hin. Auf jeden Fall, ja. Und auf der anderen Seite, da verdursten die Menschen. Und daran können wir zum Glück heutzutage was ändern. Also das ist das Schöne das ist auch das Positive an der Zeit, in der wir leben. Mhm. Wir haben die Kraft und die Möglichkeiten, daran wirklich was zu verändern. Wir haben als Lyca, als super kleines Unternehmen, was jedes Jahr wieder ums Überleben kämpfen muss, bis heute über 750.000 Schulmahlzeiten für Kinder in Burundi und Mali ermöglicht. So, und das ist... Danke. Ja, nein, also in dem Fall kann man wirklich nur sagen, wir können alle ein Stückchen Weltverbesserer sein, indem wir zum Beispiel jetzt mal mit offenen Augen wirklich durch die Supermärkte gehen. Und deswegen finde ich, ist es immer wert, über solche Thematiken, gerade auch hier bei AstroTV, mit Menschen zu reden, die ja achtsam durchs Leben laufen, die ja vielleicht auch anderen Menschen wirklich helfen wollen. Und hier kann man helfen. Gucken Sie das nächste Mal beim Einkaufen, wenn Sie Lust haben, auf Frozen Joghurt, der wirklich hervorragend ist, oder auf ein bisschen Power, auf Riegel, auf viele andere Dinge, die dann auch noch kommen werden. Dann gucken Sie sich die Dinge nicht nur an, sondern packen Sie sie in den Einkaufswagen oder gehen Sie auch mal auf die Internetseite von Lyca, die wir auch ab und zu immer mal eingeblendet haben, denn auch da bekommt man viele Informationen und vor allem auch Informationen, wie es weitergeht mit euch, welche neuen Produkte vielleicht auch noch bald auf den Markt kommen. Chapeau, mein lieber Felix, ich finde das großartig. Grüße bitte den Rest der Mannschaft. Mach ich auf jeden Fall. Und macht weiter. Also macht weiter. Ich sag ja, wenn wir alle ein bisschen mehr die Welt verbessern, dann wird sie wirklich zu einer besseren Welt. Jetzt erinnere ich Sie nochmal an unsere Verlosung. Sie wissen ja, Sie bekommen heute ja auch vielleicht ein leichteres, ein besseres Leben durch diese neuen Einlegesohlen, von denen Sie vielleicht heute auch zum allerersten Mal hören. Denn wir alle wollen leichtfüßig durchs Leben laufen. Das können Sie mit Hilfe von Monika Berls Angel Feeds. Und wie Sie an ein paar kommen, das verrate ich Ihnen. Genau, beantworten Sie doch einfach nur diese Frage. Wir wollen wissen, wie heißen die Einlegesohlen von Monika Berl, A Devil's Arm
www.mensch-mensch.com oder Angels Feet. Unter den eingeblendeten Telefonnummern, wie immer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, sind wir zu erreichen. Und wie immer auch nochmal der Hinweis, 18 Jahre müssen Sie sein. Bis 15 Uhr ist der Anrufbeantworter geschaltet. Danach wird ausgelost. Ein Anruf aus dem deutschen Festnetz kostet 50 Cent. Und mobil kann es gegebenenfalls auch etwas teurer sein. Losgegangen ist alles auch mit einem Thema, das in unserer heutigen Gesellschaft immer mehr im Kommen ist, über Meditation. Denn das hat dir auch sehr, sehr viel Kraft gegeben in diesen meditativen Gedankengängen. Da hat man plötzlich wahrscheinlich auch andere Gedanken und kann sich vielleicht auch ein bisschen mehr auf sich selber, auf das Leben konzentrieren, spüren, oder? Ja, man fühlt sich einfach freier, man fühlt sich einfach grenzenloser, möchte ich sagen. Also ich fühle mich wirklich jeden Tag, ich meditiere manchmal dreimal am Tag, morgens auf jeden Fall, da stehe ich einfach richtig in der Welt. Mhm. Und wir leben in einer schnelllebigen Welt, wir müssen uns jeden Tag ruckzuck schnell entscheiden, neu entscheiden, immer wieder nach jeder Handlung müssen wir uns neu entscheiden und dafür brauchen wir Kraft, wir brauchen innere Energie, wir brauchen Power, aber auch Vertrauen, dass alles gut ist, wie es ist. Und deswegen passt eigentlich auch deine Einlegesohlen sehr, sehr gut in diesen gesamten Bereich. Denn es hat was mit Meditation zu tun, es hat aber auch was mit Voranbringen zu tun. Das heißt, stehenbleiben ist ja auch nicht der richtige Weg. Nein, das Leben ist reine Veränderung. Jeden Tag, alles verändert sich von Sekunde zu Sekunde. Und mit Angels Feet, da spüren sie einfach eine Kraft in ihnen, was sie vorher nicht gespürt haben. Mhm. Zum Beispiel die Sakraleinlagen, Menschen, wo nicht ganz bei sich sind, wenn sie zum Beispiel dich umarmen und du spürst bei manchen Menschen eine innige Umarmung, bei manchen Menschen aber, da ist einfach Luft dazwischen. Sie möchten und dennoch hält sie was zurück. Das sind Verletzungen, das sind oft Erfahrungen, die in uns als Emotionen abgespeichert sind. Und diese Erfahrungen, die in uns festgehalten werden, hindern uns oft, genau das zuzulassen, was wir uns sehnlich wünschen. Und Sakraleinlage zum Beispiel, die stehen absolut für das Loslassen. Selbst wenn man jetzt organische Probleme hat, werden die sich mit Sicherheit lösen. Denn Sakraleinlagen wirken, oder alle Angels Feet Einlagen wirken ganzheitlich und dahinter stehe ich auch. Und das Schöne ist, man kann auf deiner Internetseite zum Beispiel auch wirklich dann die Schlagwörter für jede Sohle spüren. Es sind so kleine Dinge, die einen einfach dann auch anspringen wahrscheinlich. Mhm. Und wenn es darum geht, dass ich vielleicht gerade ein bisschen mehr Liebesfähigkeit brauche, dann wird mich die Farbe Pink vielleicht schon ansprechen. Genau. Und ich werde es dann lesen und werde sagen, das ist genau die richtige Entscheidung. Oder ich entscheide mich hier für Grün und auch da gehe ich dann neue Wege. Genau, bei Angels Feet kann man überhaupt nichts falsch machen. Denn die Seele lebt auch aus ihrer Intuition, aber auch unseren Verstand brauchen wir genauso und auch verstandesmäßig. Denn die Seele guckt durch unsere Augen. Sie werden mit Sicherheit sich für die richtige entscheiden. Angels Feet bringt den Himmel auf die Erde und das finde ich ist wirklich ein ganz schöner Satz, den können Sie sich nämlich auch auf die Erde holen, den Himmel und was Positiveres gibt es ja eigentlich gar nicht. Sie sollten auf jeden Fall auch hier mal ins Internet schauen und einfach mal, ja vielleicht auch bei uns auf unserer Facebook-Seite später vorbeigucken, denn da gibt es natürlich auch die Verlinkung nicht nur zu Monika, sondern natürlich auch zu Felix und seinen tollen Produkten. Ich freue mich immer, wenn wir Sachen vorstellen, von denen ich mir sicher bin, dass einige unserer Zuschauer A, zum ersten Mal davon hören, aber B, auch wirklich was damit anfangen können. Und wenn der Funke übergesprungen ist, dann wirst du das mit Sicherheit auch merken. Ich habe das Gefühl, wir sehen uns noch öfters mal, denn bei dir gibt es natürlich noch viel, viel mehr zu erzählen, wie du auch eben arbeitest. Also auch da sämtliche Informationen natürlich aus dem Internet. Jetzt gucken wir nochmal auf den Spruch des Tages gemeinsam. Denke lieber an das, was du hast, als an das, was dir fehlt. Suche von den Dingen, die du hast, die besten aus und bedenke dann, wie eifrig du nach ihnen gesucht haben würdest, wenn du sie nicht hättest. Ein langer Spruch des Tages. Den müssen wir erstmal sacken lassen. In diesem Sinne, Felix, vielen herzlichen Dank. Denken Sie dran beim nächsten Einkauf. Lücker muss in den Einkaufswagen. Ja, und wenn Sie durchs Leben schweben wollen, Angels Feet von dir.
Genau. Das war's. Wir sehen uns morgen wieder. In diesem Sinne. Schönen Nachmittag. Tschüss.